EU-Parlament will Sanktionen gegen Gerhard Schröder. Massive Kritik am deutschen Altkanzler. Nach Großbritannien sind die Affenpocken jetzt auch in weiteren Ländern in Europa aufgetreten. Schüsse an Schule in Bremerhaven. Eine Frau wird schwer verletzt, mutmaßlicher Täter festgenommen. Weit weg? Warum? Weil sie sonst auf uns schießen können. Sich den Kämpfen an der Südfront der Ukraine zu nähern, ist schwierig. Wir haben tagelang verhandelt, um hierher kommen zu dürfen. Kommandant Nazar leitet ein Bataillon von über 500 Mann. Das versucht, die Stadt Cherson zurückzuerobern. Die erste, die zu Beginn des Krieges von russischen Truppen besetzt wurde. Die Kämpfe waren heftig hier. Hier fielen Bomben noch vor 24 Stunden. Sie zerstören absichtlich die Infrastruktur. Sie wollen Panik säen. Sie glauben, dass sie durch die Zerstörung von Städten und Dörfern die Menschen einschüchtern können. Schüchtern sie Zivilisten ein, schüchtern sie das Militär ein. Aber sie werden keinen Erfolg haben. In den vergangenen 3 Monaten konnten Nazars Männer die Russen in den Außenbezirken von Cherson zurückdrängen. Auf die Frage, ob sie die richtigen Waffen hätten, um weiterzumachen, sagte Nazar, sie hätten etwas noch Wichtigeres. Entschlossenheit, den Willen zu kämpfen. Die Streitkräfte der Ukraine sind kampfbereiter denn je. Als der Feind begann, nachts ukrainisches Land zu beschießen, drängten sich die Männer vor unseren Rekrutierungsbüros, um ihr Land zu verteidigen. Jeder meiner Soldaten weiß es, ich weiß es, dass wir nicht nur nach Cherson, sondern auch auf die Krim und in den Donbass marschieren werden. Denn das ist ukrainisches Land. Wir fahren zu Schützengräben in der Nähe. Diese Gräben wurden gerade ausgehoben. Wir sind ein paar hundert Meter von den Russen entfernt. Diese Gräben sind für meine Einheit. Da drüben ist die Verteidigungslinie. Meine Männer übernehmen die Verteidigung und schützen die Siedlung, wenn der Feind sich nähern will. Aber die Russen rennen sowieso weg. Wir werfen sie raus. Sie laufen weg? Ja, dafür sorgen wir. Weil sie sie vertreiben? Ja. Die ukrainische Regierung sagt, sie werde sowieso keinen Waffenstillstand akzeptieren, solange russische Truppen noch auf unserem Territorium sind. Meine Soldaten und ich, wir sind auf einen langen Kampf eingestellt. Im Moment ist es aber relativ ruhig. Werden Sie da nicht misstrauisch? Doch, ja. Deshalb sollten wir jetzt weg hier. Das Europäische Parlament fordert Sanktionen gegen den früheren deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder. Dem Regierungschef im Ruhestand wird eine zu große Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeworfen. Scharf kritisiert wird vor allem Schröders Entscheidung, auch trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine an Führungspositionen in russischen Energieunternehmen festzuhalten. Der entsprechende Antrag wurde von 575 Abgeordneten unterstützt. Er habe Gerhard Schröder viel Respekt entgegengebracht, sagte der deutsche Christdemokrat Andreas Schwab. Doch in seinen derzeitigen Positionen sei er nicht nur nicht hilfreich, sondern er agiere damit auch aktiv gegen die Politik der EU und der deutschen Regierung sowie gegen europäische Werte. Deswegen gehöre sein Name auf die nächste Sanktionsliste. Schröder war Bundeskanzler von 1998 bis 2005.
Nach seiner Wahlniederlage übernahm er Aufgaben unter anderem für die Pipeline-Gesellschaft Nord Stream, die russische Gazprom und den Energiekonzern Rosneft. Da er diese Ämter nach der russischen Invasion nicht abgab, wurde er selbst in seiner eigenen sozialdemokratischen Partei Deutschlands zur unerwünschten Person. Der SPD-Abgeordnete Jens Geier äußerte sich schriftlich gegenüber Euronews. Schröders Erklärungen und Tätigkeiten hätten absolut nichts mit den Überzeugungen der SPD zu tun. Seine Partei unterstütze klar und unmissverständlich die Ukraine. Es sei tragisch, dass Schröder auf der falschen Seite der Geschichte stehe und wie ein Geschäftsmann handle. Sollte die EU Schröder mit Sanktionen belegen, drohen ihm das Einfrieren von Vermögenswerten sowie ein Reiseverbot. Die Entschließung des Parlaments allein hat indes keine rechtlich bindende Wirkung. Immer mehr Länder in Europa melden Nachweise und Verdachtsfälle von Affenpocken. Zunächst war das Virus in Großbritannien aufgetreten bei einem Mann, der in Nigeria gewesen war. Jetzt gibt es Fälle in Schweden, Italien, Portugal und Spanien. Das Ausmaß überrascht und löst bei Experten erhöhte Aufmerksamkeit aus. Portugal hat offiziell bestätigt, dass es allein in diesem Monat mehr als 20 Verdachtsfälle von Affenpocken gab, sowohl in der Region Lissabon als auch in anderen Regionen. Bei 5 Menschen wurden die Affenpocken bereits sicher diagnostiziert. Und auch das spanische Gesundheitsministerium hat eine Warnung herausgegeben, denn in Madrid sind 8 Fälle aufgetreten. Alle Patienten sind Männer, die Sex mit anderen Männern hatten. Es kann Zufall sein, dass das Virus zunächst in diesen Personenkreis getragen wurde. In Spanien sind alle Fälle im Raum Madrid aufgetreten. Normalerweise kursiert das Virus in bestimmten Gebieten Afrikas. Die Erkrankten in Madrid waren nie in Afrika, auch nicht in Großbritannien, wo das Virus aufgetreten war, und auch nicht in Portugal. Die durch enge Kontakte verbreitete Viruserkrankung ruft meist nur milde Symptome hervor, kann aber auch schwere Verläufe nach sich ziehen. An einer Schule in der norddeutschen Stadt Bremerhaven ist eine Frau durch Schüsse verletzt worden. Es handelt sich laut Polizei um eine Mitarbeiterin des Lloyd-Gymnasiums. Diese ist verletzt worden. Es handelt sich um eine Beschäftigte der Schule und Schüler sind nicht betroffen. Der Täter konnte von uns festgenommen werden. Weitere Angaben zum Täter und zur dessen Motivation können wir im Moment nicht machen. Örtliche Medien berichten von einem Einzeltäter, der mit einer Armbrust bewaffnet gewesen sei. Die Polizei dagegen machte zur Waffenart keine Angabe. Der mutmaßliche Täter sei kein Schüler des Gymnasiums gewesen. Laut Medienberichten befanden sich zum Tatzeitpunkt rund 200 Menschen in dem Schulgebäude, in dem Abiturprüfungen stattfanden. Ganze Klassen hätten sich nach den Schüssen in Räumen verschanzt. Angst hatte ich auf jeden Fall. Wir haben alle, wir saßen oben alle mit unseren Muttis am Telefonieren, alle geweint und alle schon eigentlich mit dem Leben abgeschlossen. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei durchkämmte das Gebäude. Anschließend wurde Entwarnung gegeben. In einer nahegelegenen Kirche wurde eine Betreuungsstelle mit psychologischen und seelsorgerischen Hilfsangeboten eingerichtet. Sekunde und dann, ja, war ja auch noch. Der Trainer des frisch gebackenen Europa League-Siegers Eintracht Frankfurt, der Österreicher Oliver Glasner, kam nicht einmal dazu, auf der Pressekonferenz nach dem Endspiel seine Sicht der Dinge zu schildern. Da stürmten seine Spieler samt Pokal den Raum und stimmten Triumphgesänge an. In der Heimat hatten Tausende im Frankfurter Stadion mitgefiebert und die Daumen gedrückt. Als die Entscheidung fiel, brach ein Jubelsturm los. Für den deutschen Bundesligisten ist es der 2. Europapokalsieg der Vereinsgeschichte. Der erste gelang vor 42 Jahren im UEFA-Pokal, dem Vorgängerwettbewerb der Europa League.
einer sich ständig verändernden Welt müssen wir uns mehr denn je an neue Herausforderungen anpassen. Nach zweijähriger Unterbrechung öffnet das Weltwirtschaftsforum in Davos wieder seine Pforten. Es geht uns um die Zukunft. Politiker und Persönlichkeiten aus aller Welt kommen zusammen, um sich auszutauschen. Wir nehmen Sie mit vor Ort. Das Weltwirtschaftsforum in Davos auf Euronews und euronews.com. Solidarität mit der Ukraine. Langfristig gehören sie zu uns. Sie sind einer von uns. Wir wollen sie dabei haben. Ein Angriff auf einen Verbündeten würde eine Reaktion des gesamten Bündnisses auslösen. Damit provozieren wir keinen Konflikt, wir verhindern ihn. Nicht Russland nähert sich der NATO, die NATO nähert sich Russland. Jeder, der die Europäische Union destabilisieren will, will unseren Zusammenhalt verhindern. Die Stimme eines jeden Regierungschefs, eines jeden Landes, die die Russen auffordern, diesen Krieg zu beenden, halte ich für wichtig. Gas mag teuer werden, aber Freiheit ist unbezahlbar. Großbritannien droht illegal eingereisten Ukraine-Flüchtlingen eine Abschiebung nach Ruanda. Schüsse an Schule in Bremerhaven. Eine Frau wird schwer verletzt, mutmaßlicher Täter festgenommen. Unruhe unter Belgiens Bauern. Dem Land droht eine massive Trockenheit. Menschen, die auf illegalen und gefährlichen Wegen in das Vereinigte Königreich einreisten, könnten nach Ruanda umgesiedelt werden, erklärte die britische Innenministerin Priti Patel kürzlich im Unterhaus. Eine entsprechende Neuregelung zwischen Großbritannien und Ruanda ist im Mai in Kraft getreten. Sie sieht vor, illegal Eingereiste nach Ruanda abzuschieben. Patel reiste erst kürzlich dorthin, um das entsprechende Abkommen zu unterzeichnen und die Unterkünfte zu inspizieren. Für diese in London gestrandeten ukrainischen Flüchtlinge sind das beunruhigende Nachrichten.
Gerade als wir in dieser Anlaufstelle filmen, kommt eine ukrainische Familie an, ohne Visum, auf der Suche nach Unterstützung. Einer der hier engagierten Freiwilligen erklärt, dass er eine Vielzahl von Landsleuten kenne, die sich illegal in London aufhielten. Die Gemeinschaft als Ganzes ist betroffen. Ich kann mir nicht vorstellen, auf einen anderen Kontinent mit einer komplett anderen Kultur gebracht zu werden. Weit weg von allem, was ich kenne und was mein Leben hier ausmacht. Keiner von uns würde gerne in einer solchen Situation sein. Warum also sollen diese Menschen das durchmachen? Die Flüchtlinge aus der Ukraine kommen vor allem deshalb nach Großbritannien, weil es hier schon eine große ukrainische Community gibt. Doch aufgrund eines Verwaltungsrückstaus müssen viele Visumsanträge erst noch bearbeitet werden. Deswegen haben einige beschlossen, durch die Hintertür in das Vereinigte Königreich zu kommen. So hat Irland die Visumspflicht für Menschen aus der Ukraine aufgehoben. Flüchtlinge, die dort ankommen, können ohne Kontrollen über Nordirland nach Großbritannien einreisen. Als Antwort auf die Frage, ob Ukrainer ohne Papiere, die illegal in das Vereinigte Königreich eingereist sind, nach Ruanda abgeschoben werden könnten, hat die Regierung bestätigt, dass dies technisch möglich wäre. Einige Abgeordnete von Boris Johnsons konservativer Partei begrüßen das. Ein System, von dem sie glauben, dass es illegal eingereiste Immigranten abschrecken wird. Der Tory-Abgeordnete Andrew Bridgen unterstützt den Ruanda-Plan der Regierung. Wir werden Gesetze erlassen, die die Abschiebung ausländischer Straftäter erleichtern. Zu diesen ausländischen Straftätern gehören auch Menschen, die illegal in das Vereinigte Königreich eingereist sind. Innenministerin Patel sagte im Gespräch mit Euronews, dass es für UkrainerInnen durch das britische Visaprogramm unnötig sei, illegal einzureisen. Dass genau das ein Problem sein könnte, räumte sie nicht ein. Es gäbe keinen Grund, warum ukrainische Staatsangehörige im Vereinigten Königreich ohne Papiere sein sollten, sagt sie. Der andere Punkt in Bezug auf Ruanda, das eine Partnerschaft für Migration und wirtschaftliche Entwicklung ist, ist, dass es sich mit dem größeren Problem der illegalen Migration befasst. Die Politik der britischen Regierung zielt darauf ab, Flüchtlinge abzuschrecken, die gefährliche Entscheidung treffen, den Ärmelkanal zu überqueren. Die Tatsache, dass das nun auch Flüchtlinge aus der Ukraine ohne Papiere treffen könnte, ist offenbar eine unbeabsichtigte, aber extreme Folge dieses neuen Gesetzes. Im Gerichtsverfahren gegen einen 21-jährigen russischen Soldaten, dem ein Kriegsverbrechen zur Last gelegt wird, hat die ukrainische Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe gefordert. Ihm wird vorgeworfen, Ende Februar im Raum Sumy einen 62-jährigen Radfahrer erschossen zu haben. Der Angeklagte sagte aus, auf Befehl gehandelt zu haben. Er wandte sich vor Gericht an die Witwe des getöteten Zivilisten. Ich weiß, dass Sie mir nicht vergeben können. Trotzdem bitte ich um Vergebung für all das, was ich getan habe. Der Kreml äußert sich nicht zu dem Verfahren und begründet das mit einem Mangel an Informationen über den Fall. In der Ukraine werden weitere Prozesse gegen russische Soldaten vorbereitet. Mehr Geld für die Bundeswehr, eine bürgernähere EU, erneuerbare Energien und der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Themen, die der deutsche Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung im Bundestag angesprochen hat. Olaf Scholz forderte, die Verteidigung in Europa zu stärken und besser aufeinander abzustimmen. Außerdem verteidigte er die Lieferung von schweren Waffen ins Kriegsgebiet. Uns alle eint ein Ziel. Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen, die Ukraine muss bestehen. Einem brutal angegriffenen Land bei der Verteidigung zu helfen, darin liegt keine Eskalation, sondern ein Beitrag dazu, den Angriff abzuwehren und damit schnellstmöglich die Gewalt zu beenden. Schwere Waffen ja, aber wann? Der CDU-Chef Friedrich Merz warf dem Bundeskanzler ein doppeltes Spiel vor. Die Wahrheit ist doch, dass aus Deutschland in den letzten Wochen so gut wie nichts an Waffen geliefert worden ist. Wenn Zeitenwende wirklich der Epochenwandel ist, den Sie in Ihrer Regierungserklärung beschrieben haben,
dann bleibt jedenfalls die heutige Regierungserklärung von Ihnen weit hinter den Notwendigkeiten zurück, um eine solche Epochenwende wirklich aktiv zu gestalten. Da muss mehr kommen. Herr Bundeskanzler, das reicht nicht. Die linken Abgeordnete Amira Mohammed Ali stimmte zu, dass Russland den Krieg nicht gewinnen dürfe, plädierte jedoch für diplomatische Initiativen. Der FDP-Politiker Christian Dürr unterstrich, dass der Ukraine beim Wiederaufbau geholfen werden müsse. Die Grünen-Politikerin Katharina Dröge forderte Unterstützung für das Land auf seinem Weg in die EU. Die AfD-Politikerin Alice Weidel warnte dagegen vor wirtschaftlichen Schäden in Deutschland angesichts eines EU-Ölembargos gegen Russland. An einer Schule in der norddeutschen Stadt Bremerhaven ist eine Frau durch Schüsse verletzt worden. Es handelt sich laut Polizei um eine Mitarbeiterin des Lloyd-Gymnasiums. Diese ist verletzt worden. Es handelt sich um eine Beschäftigte der Schule und Schüler sind nicht betroffen. Der Täter konnte von uns festgenommen werden. Weitere Angaben zum Täter und zur dessen Motivation können wir im Moment nicht machen. Örtliche Medien berichten von einem Einzeltäter, der mit einer Armbrust bewaffnet gewesen sei. Die Polizei dagegen machte zur Waffenart keine Angabe. Der mutmaßliche Täter sei kein Schüler des Gymnasiums gewesen. Laut Medienberichten befanden sich zum Tatzeitpunkt rund 200 Menschen in dem Schulgebäude, in dem Abiturprüfungen stattfanden. Ganze Klassen hätten sich nach den Schüssen in Räumen verschanzt. Angst hatte ich auf jeden Fall. Wir saßen oben alle mit unseren Muttis am Telefonieren, alle geweint und alle schon eigentlich mit dem Leben abgeschlossen. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei durchkämmte das Gebäude. Anschließend wurde Entwarnung gegeben. In einer nahegelegenen Kirche wurde eine Betreuungsstelle mit psychologischen und seelsorgerischen Hilfsangeboten eingerichtet. Belgische Bauern und Viehzüchter sind beunruhigt. Der Frühling war bislang ausgesprochen trocken und die wenigen Schauer nicht ausreichend. Jean-Luc Deves betreibt einen Hof mit 66 Hektar nahe Namur. Hier baut er Getreide und Zuckerrüben. Zurzeit ist der Boden ausgetrocknet aus Mangel an Regen. So langsam fängt Deves an, sich die Kosten der Trockenheit auszurechnen. Wenn es bis Anfang Juni nicht regne, werde es für den gesamten Anbau problematisch, sagt er. Was die finanziellen Verluste angehe, so seien diese bei einigen Kulturen besonders hoch, etwa bei Rüben und Chicorée. Denn der Kampf gegen Unkraut und Blattläuse werde intensiver und damit teurer. In den trockenen Boden dringen Düngemittel nicht ausreichend ein. Ohne Wasser und Dünger aber fällt die Ernte mickrig aus. Das ist die Sorge von Laurent Gaumont, der seinen Hof nebenan betreibt. Die Trockenheit komme ihm doppelt zu Schaden, denn ohne ausreichend Futtergetreide kann er seine 250 Kühe und 600 Ziegen nur schwer ernähren. Die ersten Heuschnitte des Frühlings seien wirklich sehr schlecht gewesen, sagt er, etwa die Hälfte des Vorjahres. Man wirtschafte also bereits mit Vorräten, um wenigstens das Vieh zu füttern. Das heißt auch, dass er Rohstoffe kaufen müsse, was angesichts der politischen und konjunkturellen Lage sehr teuer sei. Noch weigern sich die Bauern, von einer Katastrophe zu sprechen. Doch die gegenwärtige Konjunktur zusammen mit dem Krieg in der Ukraine liegen schwer auf der Landwirtschaft. Düngemittel hätten sich stark verteuert und seien zudem weniger wirksam in einer Trockenheit, erklärt Landwirtsfunktionär José Renard. Müsse man morgen zusätzliches Viehfutter kaufen, dann werde es aber für die gesamte Landwirtschaft äußerst kritisch. Belgien ist nicht das einzige Land, das derzeit mit einer Trockenheit umgehen muss. Frankreich etwa registriert gerade die höchsten jemals gemessenen Maitemperaturen. Befürchtet wird dort, dass der Sommer noch viel schlimmer wird. Jeder Europäer hat seine eigene Geschichte. Seine eigenen Tragödien. Von Menschen so wie Salman, die hier draußen schlafen. Und Siege. Seine eigenen Probleme und Möglichkeiten. Es gibt Freude und Tränen.
personal belongings scattered everywhere. Jeder versucht sein Bestes. My dream now to find something that can help them. Und manchmal gelingt es. Well, let's rethink all of that. Just transport people into that sort of feel good world. Ihre Unterschiede machen sie stärker. Gemeinsam haben sie die Kraft, eine bessere Zukunft zu schaffen. Vereint in Vielfalt, ein Sender für alle Europäer. Euronews, am Puls von Europa. Confieso que las instituciones y los medios me han hecho sentir culpable. Por las mujeres y niñas violadas. Por las mujeres y niñas violadas. Que el feminismo nos salve cada día, que el patriarcado no se meta con ninguna, que la sororidad sea entre todas las mujeres y respetado sea nuestro vientre. ¡Cree en el feminismo todopoderoso! ¡Cree en el feminismo todopoderoso! Donnerstag auf Euronews. Die Digitalisierung gestaltet unsere Gesundheitsvorsorge neu. In Europa werden Gesundheitsdaten grenzüberschreitend und sicher ausgetauscht. Sowohl Patienten als auch Ärzte haben Zugang mit einem Klick. Rezepte können in jeder Apotheke eingereicht werden. Der Datenaustausch fördert auch die europäische Forschung und medizinische Innovation. Der digitale Wandel der Gesundheitsversorgung in Europa in Smart Health auf Euronews und euronews.com. Entschlossenheit und Willen zu kämpfen bei den ukrainischen Soldaten an der Südfront. EU-Parlament will Sanktionen gegen Gerhard Schröder. Massive Kritik am deutschen Altkanzler. Nach Großbritannien sind die Affenpocken jetzt auch in weiteren Ländern in Europa aufgetreten. Schüsse an Schule in Bremerhaven. Eine Frau wird schwer verletzt, mutmaßlicher Täter festgenommen. Weit weg? Warum? Weil sie sonst auf uns schießen können. Sich den Kämpfen an der Südfront der Ukraine zu nähern, ist schwierig. Wir haben tagelang verhandelt, um hierher kommen zu dürfen.
Kommandant Nazar leitet ein Bataillon von über 500 Mann. Das versucht, die Stadt Cherson zurückzuerobern. Die erste, die zu Beginn des Krieges von russischen Truppen besetzt wurde. Die Kämpfe waren heftig hier. Hier fielen Bomben.